Hi Freunde, herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial. Ihr habt ja schon im Video Namen gesehen, dass es sich hier um die Reparatur bzw. das Reinigen vom Siphon handelt in dem Video. Denn unsere Geschirrspülmaschine hier hat, wie ich euch jetzt gleich zeige, eine Fehlermeldung. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Kanal. Was ist mit? Heute mal ein Video aus unserer Küche. Jo. Abonniert und liked und disliked oder whatever, ist mir cheat egal, doch gerne das Video und schreibt einen Kommentar darunter. Jo, vielen Dank, macht's gut, ciao, ciao. Jo, das Wichtigste vorweg, unsere Maschine läuft inzwischen wieder, das heißt, ich habe es hingekriegt. Jetzt aber der wichtigste Tipp überhaupt, beziehungsweise die wichtigsten beiden Tipps überhaupt sind, erst von der Elektrik trennen, das heißt Stromkabel, Netzstecker rausziehen und gegebenenfalls auch nochmal kurz anmachen, denn da kann auch noch Restsaft auf dem Kabel oder im Motor und so weiter sein, im Getriebe. So, und der zweite wichtigste Tipp ist, nehmt euch bitte Auffangschalen. Ich habe hier so eine Schale, ich erspare euch jetzt mal den räudigen Anblick, denn da kam richtig Siff raus. Und außerdem hat hier auch perfekt noch reingepasst, so ein Backblech. Nehmt euch solche Hilfsmittel, denn hinterher so, müsst ihr sonst extrem viel putzen und wenn euch die Schränke aufquillen, habt ihr nichts gewonnen. Von daher immer schön Handtücher parat halten, was weiß ich, Reiniger, zeige ich auch gleich nochmal zum Ende des Videos, was wir benutzt haben und jo. Jetzt geht's los. Ja, die Seriennummer findet ihr nicht nur in der Bedienungsanleitung oder im Kaufvertrag und in den Unterlagen, sondern die steht auch hier auf der Seite von der Tür. Also irgendwo müsst ihr mal gucken, irgendwo auf der, entweder links oder rechts. Genau, da stehen halt die ganzen Typenbezeichnungen. Am besten schreibt ihr euch die auf und dann könnt ihr das leichter mal googeln oder auch nachgucken, wenn ihr den Kundenservice anruft wegen Garantie oder so. Ja, und bei uns war die Garantie nur aber schon abgelaufen und daher mussten wir nur selbst eine Lösung finden. Ja, und da habe ich mich halt selbst rangemacht. Ja, hier seht ihr, was das Gerät angezeigt hat, die Fehlermeldung F3, da haben wir natürlich auch gleich gegoogelt und auch in der Bedienungsanleitung nachgeguckt. Und ja, ich zeige euch jetzt hier, was erstmal das Wichtigste ist, und zwar Stromkabel abziehen. Ja, Schritt 2 ist dann natürlich, dass ihr das Gerät einmal abzieht und die Schläuche bzw. auch das Siphon einmal ordentlich sauber macht. Das habe ich jetzt schon im Schnelldurchlauf schon mal erledigt. Zeige ich euch nicht. Solltet ihr noch Garantie auf das Gerät haben und vielleicht auch einen Servicetechniker euch angeboten werden vom Kundenservice, der das für euch erledigt, dann schraubt da nicht dran rum, denn sonst würde die Garantie erlischen. Ist nur ein Tipp von mir. Gut, ich hätte es wahrscheinlich trotzdem gemacht. Ich bin ein schlechtes Vorbild, es tut mir sehr leid. Aber ja, genau. Ist natürlich blöd, wenn man noch 14 Tage warten muss auf so einen Termin. Ja, bei solchen großen Elektrogeräten ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, dass man auch hygienisch sauber arbeitet. Die abpumpen und dann mal gucken, ob es läuft. Nicht unbedingt Sachen dran rum mit Gewalt oder wie dran rum vorwerkt, sondern es schön vorsichtig macht und ich habe hier auch die Blenden und so weiter alles nochmal abgewischt, auch unter in der Lücke, wo das Gerät stand, auch nochmal gewischt mit dem Reiniger. Wie sagt man so schön, nach fest kommt lose und was ab ist, ist ab, und daher immer schön vorsichtig und dann auch sauber machen, nicht vergessen. Vorher kann man zum Beispiel schon die Lücke schon mal sauber machen, bevor man da reinkrabbelt. Ja, dann werden die Klamotten auch nicht so dreckig. Ja, ich habe hier natürlich auch ein bisschen sauber gemacht vorher, bevor ich euch das hier alles gezeigt habe. Und
Ja, dafür habe ich hier diesen Meister Bartreiniger benutzt. Ich hätte auch Silet Gangbang, wenn es mal wieder richtig dreckig wird, nehmen können, aber ich habe jetzt halt Meister Proper genommen. So, läuft erstmal. Jetzt probiere ich gleich nochmal einen Probelauf aus. Und zwar mache ich mal gleich das heißeste Programm an, das Kochtopfprogramm. So, und dann werden wir in 3 Stunden gucken, ob es geklappt hat oder ob er wieder blinkt und eine Störung anzeigt. So, lala, na denn. Kleiner Zwischenstand. Unser Gerät läuft jetzt 1 Stunde und ja, es läuft immer noch. Es hört sich auch gut an, also es klingt nicht irgendwie doof oder als wenn es nicht funktioniert. Von daher, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich zeige euch gleich auch noch zum Schluss, ob das Gerät End anzeigt, das heißt, dass es alles funktioniert und dass der Vorgang komplett beendet wurde und erfolgreich geschafft wurde sozusagen. Ja, und wenn ich das gleich zeige, dann wisst ihr Bescheid, es hat geklappt. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, liebe Grüße und bleibt gesund.